Ah, ja, hier ist er wieder, Ihr Geisterfahrer, der sich schon langsam auf sein neues Programm vorbereitet, das am 3. Oktober Premiere hat. Und da geht es auch schon viel eigentlich über den Verkehr, also nicht, da bin ich durch, über den Autoverkehr. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, in den 50er, 60er, 70er Jahren hatte jeder Autofahrer hinten seine Klorolle auf der Ablage, immer mit so einer Mützle drüber. Ja, hat jeder gehabt. Ich schaue jetzt schon 10 Jahre lang, ich habe kein einziges Auto mehr gesehen. Und es wundert mich doppelt, weil ja im April 2020 die Klorolle einen Status erreicht hat. Ja. Klorollen wurden mit Gold aufgewogen. Ja. Also Klorollen haben einen Nimbus gehabt, den sie nie in ihrer Geschichte hatten. Und ja, und das war eben die Klorolle unten drin, und Frau hat dann noch so Mützle gekeckelt und dann drüber gemacht, und dann hat man es auf die Ablage. Mich hat das bloß immer gewundert, weil die haben immer gesagt, ja, wenn sie unter der Fahrt dringend groß machen müssen, dann haben sie die Klorolle drin. Habe ich mal einen gefragt und hat er gesagt, ja, du weißt ja, 1984 hat man ja noch in die Anna-Straße reinfahren können. Und da hat es ja noch gar keine Halteverbote oder so Schilder, hat es ja alles noch gar nicht gegeben. Und wenn man da gemusst hat, dann hat man halt schnell irgendwo angehalten vor dem Favorit und ist auf einen Streuterplatz gegangen und hat da hingeschissen, auf Deutsch gesagt. Ja. Also das war eigentlich nur üblich. Ja, hat man jeden Tag irgendwo welche gesehen. Und das Tolle mit den Klomützchen, ich habe, die ist schon lange tot, schon 15 Jahre, eine Großtante gehabt, und zwar die Emma Weißbrot. Und die Emma Weißbrot ist mit ihrer Freundin, mit der Walburga, immer auf die Kaffeefahrten gegangen. Und die Veranstalter der Kaffeefahrten, die waren ja brutal. Die wussten genau, viele wollten da bei der Verkaufsveranstaltung nicht teilnehmen und haben sie dann versucht zu verdrücken. Und deshalb haben die Toiletten zugesperrt, alles zugesperrt. Und meine Großtante, die hat praktisch unter ihr Klomützle, hat die so ein Gummihie gemacht und hat praktisch ihr Klomützle aufgesetzt. Ja, und hat dann gesagt, weißt, hat gesagt, Silvano, ich habe meine Klorolle immer dabei, da kann kommen, was will. Ja? Und so ist die praktisch im Bus drin gesessen, mit dem Klorolle Mützchen auf dem Kopf. Ja, und ich habe viele alte Geschichten, aber nachdem ich Autofahrer bin und Radler bin, habe ich auch viel über den Irrsinn der Autofahrer und der Radler im neuen Programm. Und es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich das neue Programm, das heißt gerade mit Fleiß, anschauen. Dankeschön. Also einfach nur Foto.